Oh ja, Schinkenbrötchen, Schinkenbrötchen, Schinkenbrötchen. Oh ja, Schinkenbrötchen, ja, ja. Jetzt geht's los. Schinkenbrötchen hier, Schinkenbrötchen da. Überall sind Schinkenbrötchen, Schinkenbrötchen da. Etwas Seltsames geschieht um dich. Oh nein. Okay, mach los. Einen schönen guten Tag. Herzlich willkommen zurück zu Minecraft in vertrauten Gefilden. Oh, ich liebe dieses Spiel. Oh, ist das auch nicht so? Ein herzliches Hallo von mir. Ja, ich habe einen etwas leisen Emmis da. Leis? Ein bisschen. Hallo! Ja, genau, er ist ein bisschen mickrig auf der Stimme. Das liegt aber an ihm. Er ist halt schwach auf der Brust. Das ist. Naja. Und ein bisschen erkältet, aber das ist ja. Das ist nicht schlimm, aber mit dem Freak habe ich jetzt vor kurzem Daisy aufgenommen. Ja. Also wir haben so ein kleines Angezockt gemacht vom Daisy. Lade ich in Kürze auf den Channel. Wenn es nicht schon da sein sollte. Und da kannst du dich ja selber mal überzeugen, was da los gewesen ist. Das ist. Ich liebe dieses Spiel. Also Minecraft, ne? Was? Alles so schön friedlich und so. Oh, oh, pass mal auf. Guck mal. Mach mal bitte, dass du dich ganz Körper siehst. Dass ich mich ganz Körper sehe. Ja, mach mal 2x F5. Ja, hab ich. Achtung. Das war nicht dein Bein. Du bist so böse. Und wieder nur ein halbes Herz. Was hast du da gemacht mit deinem blöden Scheiß? Du hast nur ein halbes Herz noch. Ja, jetzt ist nur noch 2. Fantastisch, was? Alter. Was denn? Und ein Echo haben wir natürlich auch wieder da. Es tut mir leid, ich kann das nicht rausfiltern. Da müssen wir am Equipment vom MS noch ein bisschen arbeiten. Ich regeneriere noch nicht mal mehr. Das ist ja unfassbar. Immer wieder nett machst. Ja, was nicht zuletzt daran liegt, dass du dir die angesprochenen Sachen nicht organisierst. Achso. Alter, was geht denn hier ab? Das Block. Nein. Ach du Scheiße. So, in den letzten Aufnahmen haben wir ja mittlerweile endlich mal eine Kuh gesammelt. Wir haben hier die wunderbare Farm aufgebaut. Die Ölplattform wird demnächst auch mal wieder eine Rolle spielen. Das wird nämlich irgendwann mal Zeit, dass wir uns da auch mal um die Energieversorgung kümmern, damit wir Energie gewinnen. Und was heute dran ist, da wir ja gemerkt haben, wir haben einen gewissen Mangel an Eisen, werden wir uns dann doch mal wieder des Steinbruches bemächtigen und werden uns da mal nach oben kraxeln und den Steinbruch mal wieder anschmeißen. Unter Umständen werden wir dann da auch den Steinbruch heute nochmal versetzen, weil wir ja die Dingens brauchen. Die Rohstoffe. Genau. Genau. Wo steckst du? Am Steinbruch. Okay. Ich komme auch gleich dorthin. Ich bin nur gerade ein bisschen indisponiert. Schon wieder? Ja. Ah, da muss ich doch gerade mal runter. Muss ich auch gleich noch ein Enchantment drauflegen. Das kann ich so nicht auf mir sitzen lassen. Aua. Bro. Da ist nicht viel, Bro. Apropos Bro. Das Feedback vom TK4711 zum Bro war im Übrigen, da höre ich gar nicht mehr hin. Gut so. Dann kann ich ja weiter. Wow. Kann ich ja weitermachen. Mit. Bro. Du bist böse. Was? Also wenn ich dich kaum verstehe, dann ist es wirklich schon. Wie, du verstehst mich nicht? Das kann doch gar nicht sein. Ich baller jetzt verstehe ich dich wieder. Aber ich hab den Schlag auch mittlerweile voll. Ist klar. Ich hab wohl den Schlag. Du hast sowieso einen Schlag weg. Ja, reparieren geht im Übrigen jetzt auch. Wo? Am Enchantment Table. Ach ja. Ja, das kostet zwar Energie. Level. Level. Aber. Ja, du hast vollkommen recht. Aber es funktioniert. Na? Wie ich's drauf habe. Wie ich's einfach mal nur drauf habe. Ich hab die Enchantment- und Reparaturskills. Auf jeden Fall. Das Geile ist ja, wir können ja hier wirklich hergehen. Das verlierst du zwar einen Haufen XP für, aber ich kann mal eben auf die Schnelle. Mein Enchantment vergrößern. Ja, du hast vorhin auf mich geschossen. Ich
weiß, dass du auf mich wartest. Ach ja, wieder eine PvP-Folge. Ich stelle mich jetzt hier unten hin. Alter, ich habe auch nur noch ein halbes Herz. Warum? Okay, was dann hast du drauf gemacht? Schlag. Echt? Ja, Schlag und Stärke. Das hast du bei dir hochgezogen. Ja, ja. Ich glaube schon. Hast du echt nur ein halbes Herz? Ja, jetzt habe ich wieder anderthalb. Du bist so halbherzig. Ja. Yeah. Ich habe eigentlich... Schlag mache ich noch drauf. Bam. Und dann fehlt mir nur noch Flamme auf dem Bogen. Und dann habe ich alles drauf. Flamme ist eigentlich Blödsinn, weil du dadurch die Tiere zum Brennen nein, bringst. Nein, nein. Flamme ist nicht Blödsinn. Blödsinn ist Blödsinn, nicht Flamme. Flamme ist Flamme. Nö, Flamme mache ich nicht drauf. Nee, hab's auch nicht. Weil damit unter Umständen die Tierchen anfangen zu brennen. Und wenn du auf den Enderman schießt, ist das auch wieder blöd. Warte doch mal. Was denn? Du wolltest doch nur auf mich schießen. Nein, natürlich nicht. Mit einem brennenden Pfeil und so eine Scheiße. Wie so ein Indianer, weißt du? Hier wollten wir übrigens auch mal eine schöne, einen schönen Hochgang hinbauen. Wollten wir ja, haben wir nie gemacht, warum auch immer. Wahrscheinlich, weil du die Skills dazu nicht hast. Du hast gesagt, du bist hier Treppenbauer. Du bist Designer, hast du gesagt. Nee, das hast du gesagt. Du hast gesagt, dass du der Designer bist. Du willst es schön machen. Hast du ja. Designer bin. Klar. Ich sprich dir immer nur nach. So, wie weit ist denn der Spaß hier? Ey, fall doch mal runter. Ich traue mich nicht, da runter zu gucken, weil wenn ich da jetzt runter gucke, weiß ich, dass du mich da runter schmeißt. Geh weg. Wir gegen den Rest der Welt und so. Wie bitte? Oh, da ist nicht mehr viel. Warte mal, ich geh mal runter. Ich hab ihn schon angeschmissen. Echt? Tatsache. Ja, ja. Du machst jetzt noch fertig und dann... Setzen wir den mal um, wa? Ja, sag dich doch. Da ist Eisen! Ich hol das Eisen hier raus aus der Wand. Ich habe das Eisen direkt erkannt. Wenn du jetzt weiter auf mich schießt, werde ich sauer, mein Freund. Hast du mich getroffen? Ja, du hast mich getroffen. Etwas Seltsames geschieht um mich herum. Okay. Ich habe schon wieder Hunger. Also liebe Zeit. Okay. Er ist so fies, weißt du? Nein. Doch, doch. Oh, fuck. Doch gleich mal mit. So, mal gucken, dass wir hier runterkommen. Hier ist irgendwo ein Zombie in meiner Nähe. Ich pass auf dich auf. Ich möchte wetten, dass der hier ist. Das Drecksvieh. Wo sagst du? Hier am Minenschacht. Denn hier wird er auch angezeigt. Aber der steht irgendwie hinter irgendeiner Wand. Der sieht mich nicht. Der sieht mich einfach nicht. Er sieht mich nicht. Diamanten. Sieht mich einfach nicht. Ja, Diamanten sollten wir bald mal wieder farmen. Haben wir nicht mehr so viel von. 22 Stacks oder sowas. Ja, wir sollten im Übrigen aber nochmal schauen, wie das mit dem Barrel-System da oben funktioniert. Das müssen wir vielleicht dann auch nochmal leer pumpen können. Was? Hier oben das? Ja. Wie das funktioniert? Ja, wir müssen das leer pumpen können dann irgendwann, dass wir da die Rohstoffe rausziehen und die dann ins Lager transportieren. Und das Lagersystem will er ausbauen, der MS, hat er gesagt. Ja, weil es wird schon ein bisschen klein, allmählich. Es fühlt sich. Ey, guck dir mal die Overflow-Chests an. Ja. Du hast ja recht. Was? Dunkel. Roter. Stimmt, es wird schon wieder dunkel. Oh. Was da? Ich hab Angst, ich komm zu dir. Du hast Angst. Ich hatte gestern Angst. Gestern, zum Zeitpunkt der Aufnahme von DayZ. Ja, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme war das gestern, als wir DayZ aufgenommen haben. Ist eine Stunde hübsch kladderadatsch, weißt du?
Ja, einfach nur eine Stunde, damit der Master sich dran gewöhnen kann. Weil er hat das ja noch nicht so drauf mit diesen ganzen Skills und sowas. Ich bin kein PvP-Mensch. Das war ich nie und ich habe auch nie gesagt, dass ich ein guter Verlierer wäre. Doch, habe ich, verdammt. Doch, du hast mir gesagt, dass du ein schlechter Verlierer bist. Warum machst du... Ja, um die Lava zu stoppen. Deswegen mache ich das. Achso. Ach ja, stimmt. Wir haben ja jetzt hier einfach nur gerade. Hey, warum machst du die Fackel weg, du blöder Steinbruch? Weil es ein Block ist. Bam! Etwas Seltsames geschieht um mich herum. Ja, ich bin ja auch hier. Du musst den Dingens erst ausmachen, bevor du eine Fackel hängst. Du musst, ich muss gar nichts. Guck, doch, Mann. Er ist aus und da steht eine Fackel. Okay. Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt erstmal hier diese Treppe nehmen. Ah, das ist keine Treppe, das ist ein Zustand. Ja, stell dich nicht so an. Doch. Du bist mit nichts zufrieden. Wow. Und dann feststellen, dass wir hier nicht hochkommen. Stimmt, die geht ja da gar nicht mehr weiter. Nee, geht nicht. Du musst die hier nehmen. Wir müssen die hier nehmen. Es passieren so viele seltsame Dinge um mich herum, seitdem der MS auf mich geschossen hat. Mhm. Bei ihm wahrscheinlich noch nicht so. Jetzt bleibst du richtig. Ja, ja, genau die musst du nehmen. Das ist keine Treppe. Ach, wir haben hier auch Betten, stimmt. Können wir ja hier pennen. Oh. Ja, und dann würde ich sagen, stellen wir dann gleich mal das Dingens um. Ja. Das Gerät. Der Gerät. Der Gerät. Denn wenn du den anschmeißt, wird der Gerät nie müde. Der Gerät schläft nie ein und der Gerät ist immer vor der Chef Andi Steinbruch. Mhm. Ja, und meine Obsession ist erstmal, dass wir uns hier irgendwo in die Koje legen. Ach, ich habe ja hinten gar keine Koje mehr. Ne? Doch, du hast hier hinten eine Koje. Ach stimmt, ich habe die Koje ja da oben hingefriemelt. Ich erinnere mich dunkel. Genau. Jetzt legen wir uns erstmal hier hin. Wupp. Gut's Nächtle. Guten Morgen. Hier hinten. Was? Hier hinten. Da hat der Steinbruch nicht so viel getrocknete Erde oder gehärtete Erde zu ziehen. Hier hinten würde ich den lang ziehen wollen. Okay. Wow. Ja, dann mach das. Ziehen kannst du ja schon mal. Kann ich das? Ja. Ich bin eigentlich ein Nicht-Ziehkönner, aber es ist okay. Was? Von der Höhe her müssen wir dann mal hier so ein Grundlevel schaffen. Hopp. Okay, dann braucht kein Mensch. Immer noch. Während der MS dann nachher den Steinbruch setzt, werde ich da oben mal das Friemelding hier auch vom Himmel holen. Das Ach, da oben das, ja. Ja. Ach, ich werde den Steinbruch setzen. Ja, und wenn nicht, setze ich ihn und du holst das Friemelzeug da runter. Das ist mir relativ. Oh, okay. Mal gucken, ob ich das noch drauf habe. Wo ist denn mein Werkzeug? Da ist mein Werkzeug. Wieso habe ich denn so viel Zeug in meinem Inventar? Vielleicht geschieht etwas Seltsames um dich herum. Ach so. Ja. Flop. Achso, wir wollen jetzt hinten lang gehen, richtig? Ja, ich würde jetzt hier hinten lang wandern wollen. So theoretisch würde ich dann hier hinten auf der Ecke quasi anfangen wollen, dass er hier das Zeug runterzieht. Ich bin mal gespannt, warum das erste Mal auf so einen Eisblock spawnen. Da freue ich mich echt drauf. Ja. Du nicht? Mal gucken. Mal gucken. Ich sterbe halt nicht so gern, verstehst du? Ach so, ja, das kennen wir doch irgendwoher. Dass du nicht so gern stirbst. Was ist denn hier los? Ich weiß nicht. Nee, hier. Hast du die gesucht? Natürlich habe ich die Pipe abgemacht.
Da ist Und nichts kommt, nichts, wa?